So. So, ganz vorsichtig. Ein bisschen was sammelt man ja immer ein. Aber jetzt gehe ich lieber auf meinen Penübel und walte da meines Amtes. So, und dann kann ich hier abwärts. Schneller! So, jetzt ist meine Spitzhacke schon wieder kaputt. Und ich habe mir mein Ding nicht mitgenommen. Menno. Meine. Na, wie heißt denn? Meine Werkbank habe ich mal wieder liegen gelassen. Ja, habe ich halt nochmal eine im Nether verteilt. So für zwischendurch. Wenn man mal kein Holz dabei hat, bietet es sich sehr an. So, habe ich dann eigentlich nur Niederdreck? Ja, habe ich. Hab ich dabei. Kann man anbieten. So, zack, zack. Komm schon. Zack. Ohne, dass wir uns verletzt haben. So muss es laufen. So, wo ist jetzt das ganze Zeug hingefallen? Hallo. Glowstone, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Da ist einer. Ich finde aber nichts mehr. Ist ja doof. Ist das alles genau... Nee, da ist noch eins. Ins Feuer gefallen. So. Nö, jetzt war's es. So, ich könnte da die Lava abklemmen, aber dann sterb ich vielleicht wieder. Da habe ich keinen Drang zu. So. 16 Blöcke. Wie gehabt. Ah, schön. Schön, wenn man mal wieder so viel Glowstone hat. Ja gut, viel kann man das jetzt nicht nennen. So, und du bist mir zu heftig. Ich bin hier irgendwo verkehrt. Ah, hier. Hier muss ich hin. Hier muss ich hin. So, baue ich mich hier wieder hoch. Dass wir hier wieder anständig zurück können. So. Aufpassen, wo ich hinlaufe. Das wäre vielleicht so eine Option. Die ist zwar optional, aber da hätte ich mal Lust dazu. So, ich will Glowstone noch finden. So, da hätten wir zumindest schon mal einen Ausgang. Ich habe keine Fackeln mehr. Aber da kann ich mir ja nachbestücken, sage ich mal. Aber wenn wir durch dieses Tor gehen, dann sind wir natürlich ewig unterwegs. Da sind wir ja ewig unterwegs, bis wir wieder daheim sind. So, da hinten habe ich mich auch nochmal hochgebaut. Habe ich dann noch Glowstone mitgenommen? Oder steht da noch ein bisschen was rum? Oh, da oben wäre was. Aber wie bin ich denn da hochgekommen? Nee. Der Soul Sand. Der Soul Sand immer. Au. Tue ich mir schon wieder weh. Muss ja auch nicht sein. Ich würde gern... Oh. Das ist alle dämlich. Alle dämlich. So, jetzt finde ich natürlich mein anderes Tor nicht mehr von hier aus. Da will ich auch irgendwie nicht die Suche anfangen. Lieber gehe ich in ruhige Gefilde dann. Und hole mir da noch ein bisschen was. Ja, okay. Da gehe ich lieber ein paar Meter mehr. Dafür sicher. Und habe dann ja meine Glowstones nach Hause gebracht. Ich werde zwar viele für die Spalte brauchen, aber lieber gehe ich hier lang. Ich gehe hier lang. Vielleicht komme ich ja im selben Tor wieder raus. So. Huch, nicht wieder zurück. So, da ist eine Werkbank, die ich mal zurückgelassen habe. Wie sieht es denn eigentlich hier in der Gegend aus? Ziemlich kurios, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist ja auch eine schöne Gegend. Sumpfgebiet ist da. Ja. Alles ein bisschen.
Hier ist ein höherer Berg. So, gehe ich mal hoch. Mal, vielleicht sehen wir ja was von da oben. Vielleicht. Man weiß es ja nicht. Man überblickt schön den Sumpf. So, das interessiert mich jetzt brennend, was da oben alles unterwegs ist. Alter. Das ist ja auch eine geile Felsformation. Muss man zugeben. So. Ein schön großer Sumpf. Riesiger Berg. Da ist es irgendwie so was wie eine Spalte oder ein Loch im Boden. Im Boden. So. Nee, aber sonst nichts Interessantes. Und ich will nicht noch höher klettern. Aua. Ruhig. Ruhig, Brauner. Nichts überhasten hier. So, ich springe jetzt dann in ein Boot und fahre zurück. Boah. Ganz easy. Im Groben weiß ich ja, wohin. Das weiß ich noch haargenau. Ein bisschen kann ich mir doch dran erinnern, was ich alles gemacht habe. So. Eine Nussschale. Für uns. So. Ich taufe dich auf den Namen. Untergang. Yay. Linker Schiff zum Verlassen. Schön. So, wir schippern mal los. Ja, schick. Vielleicht sehen wir ja was Interessantes. Letztes Mal bin ich, glaube ich, im Dunkeln hier lang. Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich da im Dunkeln wirklich lang bin oder nicht. Das ist schon zu lange dann her. Es dürfte auch mittlerweile fast ein Jahr her sein, wo ich hier das letzte Mal hier rüber bin und da ein Nether-Tor angebracht habe, weil mich der andere Nether mittlerweile angekotzt hat. Ja. Eigentlich müsste ich die zwei Nether-Tore mal verbinden, damit ich ja, schnell reisen kann. Vielleicht die Stadt woanders hin erweitern kann. Oder nicht die Stadt, mein Bauradius anders erweitern kann. Dass ich dann immer wieder nach Hause kann und so. Und vor allem total einfach und ja, ziemlich schnell. Mit einer schönen Schnellreisefunktion. Da kann sich die U-Bahn mal eine Scheibe von abschneiden, so schnell geht es dann. So, da sieht die Welt mal schön abgeschnitten aus. Das letzte Boot, was ich hier zu Anker gelegt habe. So, linke Shift. Huch. Los. Das sieht ja echt lustig aus. Was haben wir da für ein Loch drin? Ach, da habe ich mich eingeigelt. Im Dunkeln. Da wollte ich nicht auf friedlich stellen. Schuschitschausch. So, da haben wir ein bisschen Kohle dranhängen. So, bin ich gespannt, ob wir noch weit haben. Aber wenn ja, ist ja nicht schlimm. Und wenn nicht, ma, dann ist es ja gut. Dann können wir bald weiterbauen. Aber die Spalte gefällt mir. Oder der Berg hier. Alle so unberührt. So ab von der Zivilisation. Ach, da kommt eben. Ab. Weit ab von der Zivilisation. Huch, da ist ja meine Burg. Da ist ja mein Schloss. Auf dem Berg oben. Ich bin ja so weit weg von der Zivilisation. Vielleicht weit weg von der Kanalisation, aber nicht weit weg von der Zivilisation. Aber eigentlich müssten die Tore eigentlich, dürften die nicht so weit weg auseinanderstehen. Bin ich jetzt mal der Meinung. Naja. Ich weiß ja nicht. So. Ja, hier komme ich rum. Hier komme ich rum. So, da muss ich vielleicht auch nochmal ein bisschen Erde reinpappen. Naja, mal gucken. Wohl eher nicht. Da ist kein Bedarf dazu da. So, lauf. So, Sand brauche ich keinen. Deswegen laufe ich hier zurück. So, dann laufen wir direkt mal zur Spalte wieder und machen da die restlichen Lichtinstallationen. Ah, schön, wenn man mit Glowstone in der Tasche. Hier muss ich auch noch ein bisschen was machen. Sieht ja auch kacke aus. Sieht ja auch kacke aus. Naja. Es sind noch so viele Ecken, die ich hier verschönern muss in der Welt.
Aber wo man jetzt einfach irgendwann mal den Drang einfach dazu, ja, entwickelt, das anders zu machen, das schön zu machen. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Dass mir jetzt meine Fackeln zuwuchern. Ja gut, vielleicht wachsen die ja noch ein Stück. Man weiß es ja nicht. Aber wenn so eine Fackel kein Licht mehr spendet, bringt sie ja so gut wie gar nichts. Aber zumindest bleibt halbwegs die Spalt. Also wären hohe Bäume doch besser. Zumindest so hoch müssten sie sein. So ungefähr. Dass man schön unten, smooth unten durchlaufen kann. Ja. Ein paar Tannen sind auch schon gewachsen. Die sind generell ein bisschen höher, so wie es aussieht. Aber sicher kann man sich da nicht sein. Es sind nur ein paar. Das waren noch nicht so viele. Ja, gut, man kann definitiv hier besser drunter durchlaufen. Natürlich nehmen wir sich jetzt gegenseitig das Licht weg, dass sie natürlich nicht wachsen können. Sind ja doch relativ dicht dran aneinander. Naja, mal sehen. Wann die hier hochschießen und wie das dann aussieht, ob ich dann mit der Heckenschere ran muss und mir erstmal wieder einen Weg frei machen muss oder nicht, das werden wir dann sehen. So, ich brauche eine Spitzhacke, das steht schon mal fest. Dass ich hier überhaupt... Ach so, ich habe ja meine Steinspitzhacke. Da kann ich ja mit der noch ein bisschen... So, ganze Fackeln hier wegmachen. Dann kriege ich mal wieder ein paar. Habe ja jetzt doch ein bisschen was gebraucht davon. So. Dann machen wir hier noch den restlichen Glowstone-Rand. Ah, ich freue mich. Ich habe das hier... Ich habe das hier ja so gut wie fertig... Zumindest von außen her. Da muss nur noch der Innenschliff kommen. Und der kommt dann sicherlich auch noch bald. Fange ich zumindest bald mal an. Vielleicht heute sogar noch. Mal sehen, mal sehen. Man weiß es ja nicht. So. Dann hier lang, da lang. Ein Päuschen muss dann auf jeden Fall her. Ich weiß noch nicht, ob es dann noch weitergeht. Mal schön, mal schön. Da bin ich mal so frei und lass mir diese Option offen. Eigentlich hätte ich... Ja. Gehen wir hier mal kurz rein. Haben wir hier den Glowstone fertig. So, und diese Musik ist mir ein bisschen zu psycho. So, Mega Man. Yeah. Der ist so mega, der Mann. Mega Man. 36 Blöcke brauche ich. Kann man schön erkennen. Ha, da bleibt mir was übrig. Da bleibt mir was übrig. Ist es schön, wenn mir was übrig bleibt. Schon macht das Ganze mal wieder ein ganz anderes Gesicht, wenn wir hier rum sind. So. Komm schon, lauf! Wir wollen hier. Das ist ja nicht so einfach. Was wir nicht alles auf uns nehmen, nur dass die Spalte hier wirklich schön aussieht. Und wir haben noch ein paar zur freien Verfügung. Ach, ich brauche 38 Blöcke, fällt mir gerade ein, weil ich habe ja 2, 3 Erdblöcke habe ich weggemacht. So, wir sind rum mit Glowstone. Da ist es rum mit Glowstone. Und wir haben noch 85 Stück davon. Ja, kann man gebrauchen. So, 30. Hier habe ich doch auch schon Setzlinge gehabt. So, rotes Blümchen. Pilze sind mir neu. Eier haben wir auch schon wieder. So, Netherdreck. Was mache ich mit dem eigentlich? Den könnte ich hier mal in die Kiste packen. Dann ist der schon mal auf die Seite geräumt. Ah, den Glowstone-Staub. Den Glowstone-Staub, da habe ich keinen Platz mehr für. So. So, hoho, ein Zombie-Gehirn. Ein D-Hirn habe ich noch. Ein D-Hirn. Schneeball habe ich noch einen einzelnen. Fürs ganze Schneeballsystem. Eier werde ich nicht los hier drin. Schießpulver werde ich aber los. So. Gut.
Dann mache ich entweder eine kleine Pause oder eine Aufnahmepause, also für heute generell. Boah, ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen, falls wir uns nicht mehr sehen heute und bis dann.